So, jetzt kommen wir zu Alex Erck und du wirst uns jetzt ein paar Hintergründe zu HBB Radio erzählen. Genau. Ich hoffe, ich bin zu hören. Alles klar? Nochmal hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist die Abschlussveranstaltung von dem bayerisch geförderten Projekt. Das Projekt heißt HBB Radio. Und das Ziel ist, eigentlich hat es der Matthias Conjean relativ gut umrissen, die Radiomacher, die Sender wieder in die Lage zu versetzen, ein attraktives Programm zu liefern, die Hörer mit Mitteln zur Personalisierung zu versorgen, in die Aktivitäten des Radio einzubringen, kurzum, die Radio-Plattform einfach attraktiver zu gestalten. Und ganz kurz zum Programm, ich gebe jetzt einen kurzen Hintergrund, warum machen wir das überhaupt, wie kann man unserer Meinung nach das Radio verbessern? Und dann werden wir so eine Demo hier haben, immer so zwischen eingesteuert in die Folien, zwischen den Key-Features, die wir in dem Projekt entwickelt haben. Und dann werden wir eine kurze Pause haben, dann kann man sich die Demos draußen auch nochmal anschauen, zusammen mit noch ein paar erweiterten Geschichten. Und nach der Pause steigen wir dann ein, so ein bisschen in die Technik von HBB Radio, was die LMU gemacht hat, die Personalisierung, Kontexterkennung, die Integration in die Produktionssysteme. Wir haben es von Matthias Conjean gehört, es ist sehr wichtig, dass die Sender diese Inhalte auch aufbereiten können, ohne einen großen zusätzlichen Aufwand zu haben. Dann hören wir eben kurz was von Antenne Bayern, warum das eben für einen Sender sehr interessant ist, HBB Radio zu tun. Und last but not least noch Elgato Systems, was man sich verspricht eben von solchen hybriden Clients im Markt. Aber die Frage ist, warum machen wir überhaupt HBB Radio? Und vor deutlich über ein Jahr habe ich an der Stelle die Frage gestellt, ist Digital Radio smart? Und ich habe eben den letzten Satz da hinten, die unfaire Frage, gar nicht dabei gehabt, sondern ich habe sozusagen diese Radios hier abgebildet und habe gesagt, sind es überhaupt Smart Radios? Ich meine, es ist digital, alles was digital ist, ist irgendwie smart und die Frage war, sind die überhaupt smart? Und ich habe deswegen dieses Mal die unfaire Frage hinten hingeschrieben, weil es ist ein bisschen schwierig, natürlich ein einfaches Kofferradio, egal ob es digital ist oder nicht, ist per se natürlich gar nicht gemacht worden, um smart zu sein. Aber wenn man sich die Geräte heute anguckt, die man auch wirklich schon kaufen kann, dann kann man sich schon fragen, ist es nicht so, dass heutige Smart-Radios, die wirklich auch als Smart-Radios verkauft werden, die so gebaut werden, die so beworben werden als Smart-Radios, sind die wirklich up-to-date und nutzen die technischen Plattformen, die wir heute haben, eigentlich wirklich komplett aus? Und ich habe mal zwei Beispiele rausgebracht. Ich möchte jetzt keinen von den Herstellern hier groß an den Pranger stellen. Es sind in der Regel gute Radios, die auch ihr Geld wert sind. Aber wenn man mal guckt, es gibt hier ein Radio, das nennt man immer so, das sind die Docker-Plattformen, das ist im Prinzip ein FM und ein DAB-Radio. Da kann man sein iPhone oben ins Dock stellen und das Radio nutzt dann das hochauflösende Farbdisplay von dem iPhone und den Touchbildschirm von dem iPhone eben zur Bedienung. Ich kann dann umschalten zwischen DAB und FM, ich kann umschalten zwischen Radioempfang und Streaming, was ich auf dem iPhone habe. Ich kann auch meine Playlist von dem iPhone dann auf dem Gerät abspielen. Aber das war's. Es gibt keine wirkliche Integration zwischen dem Radio und dem doch sehr mächtigen Gerät, in dem Fall ein Smartphone von Apple, das da drin steckt. Auf die andere Seite geguckt, das ist ein Radio, das gab es, ich glaube, letztes Jahr oder schon eineinhalb Jahre gab es das mal beim Aldi zu verkaufen. Lidl hat fast genau das gleiche Gerät verkauft für damals 70 Euro. Beworben wurde das lediglich als Internetradio, aber da ist auch ein DAB-Radio mit eingebaut. Und man glaubt es kaum, es kommt zusammen mit einer App für Android-Tablets oder Smartphones. Und Sie können im Prinzip was Ähnliches, was wir Ihnen nachher in der Demo zeigen, genau auch dieses Radio mit einem Tablet bedienen, können da zwischen den Diensten umschalten. Aber auch hier haben wir überhaupt keine Integration zwischen der Rundfunkwelt und dem Tablet bzw. der Internetwelt, auf die das Tablet Zugriff hat. Es gibt keine Integration. Ich habe getrennte Servicelisten, das heißt, ich habe eine Serviceliste für meine Internetstation, ich habe eine Serviceliste für meine DAB-Station, ich habe eine Serviceliste für meine FM-Station. Das ist alles komplett getrennt. Es sind wirklich drei, wenn man so sagen will, drei Geräte in einem verbaut, aber wirklich mit Wänden dazwischen sozusagen. Und selbst die Favoritenlisten, selbst ich kann jetzt sagen, ich höre gern, wenn ich einen Internet-Streaming-Dienst mal rausgreife, ich höre gerne Radio Swiss Jazz und den lege ich mir auf Favorit 1 und ich höre gerne Bayern 2, den lege ich auf Favorit 2, geht bei dem Gerät nicht. Das sind wirklich komplett getrennte Listen. Und das bringt uns so ein bisschen zu den Problemen, die wir heute haben bei den Plattformen. Die Technik liefert es zwar, aber, und das ist so das erste Problem, das wir angehen mit HBB Radio, wir haben zwar hybride Endgeräte, sprich mit DAB, mit FM, mit Internet, aber wir haben immer noch getrennte Dienste. Das heißt, wir haben dann die Dienste alle parallel auf allen Plattformen zur Verfügung. Ich habe
eine Serviceliste, da sind alle meine Radiostationen drin, die ich über FM empfangen kann. Ich habe eine Serviceliste, da sind alle meine Radiostationen drin, die ich über DAB empfangen kann. Und ich habe obendrauf noch eine Serviceliste, da sind alle meine Stationen drin, die ich über Internetradio empfangen kann. So. Jetzt, wenn wir zurück zu dem Gerät hergehen, das als Internetradio beworben wird, dann geht der Kunde natürlich in den Laden, kauft sich das, stöpselt schön seinen Ethernet-Stecker hinten rein oder verbindet es mit dem WLAN. Das schafft er dann ungefähr nach einer halben Stunde, wenn alles gut geht. Und dann geht er in die Vielfalt der Internetstationen, sprich wahrscheinlich zurzeit irgendwelche 6.500 Sender. Da sucht er sich dann seine Favoriten, die er sonst auch immer hört, raus. Sehr lange über, wir gehen von der Welt nach Europa, über dann entweder lokal oder Genre. Und dann suche ich mich so langsam auf die Sender zurück, die ich haben will. So, und dann nehme ich so ein Internetradio und höre hier in der Regel im Münchner Raum Bayern 3, Bayern 2, Antenne Bayern, was auch immer, die ich eigentlich auch auf dem Gerät hätte über Rundfunk empfangen können und verursache Streamingkosten, verursache, wenn ich das mal im mobilen Bereich sehe, Datenkosten auf meinem Handyvertrag, weil eben die Geräte nicht schlau genug sind, diese Dienste zu verbinden. Das zweite Problem, das wir haben, ist, dass er zwar auch wieder hybride Endgeräte und getrennte Dienste haben, aber wir haben die Dienste inhaltlich getrennt. Wie oft kommt es vor, dass Sie früh im Auto sitzen, Sie hören, ich sag mal, Antenne Bayern oder Bayern 2, die Radiowelt, und am Ende sagt der Moderator, bei der Radiowelt passiert das relativ häufig, gehen Sie bei uns ins Internet, laden Sie einen Podcast runter und dann können Sie die Radiowelt nochmal hören oder das Interview in der Radiowelt oder die Kolumne oder den Comedy-Beitrag oder die Wettervorhersage. Das passiert häufig. Aber die sind komplett getrennt. Auch sind die Internetdienste von den Rundfunkdiensten getrennt. Wir sehen dann ein Beispiel von Antenne Bayern. Antenne Bayern hat hier zwei Dienste im Rundfunk, in DAB, Antenne Bayern und Rockantenne, aber 12, 13 Submarken im Internet. Und die sind alle komplett an dem Radiogerät, komplett technisch getrennt. Wir kriegen das nicht zusammen. So, und wenn Sie jetzt dann früh das hören und dann sagen, okay, ich hätte jetzt gern doch nochmal das Telefoninterview von der Radiowelt gehört, dann merken Sie sich in der Regel nicht die URL. Wer kann sich so eine URL schon merken, sondern Sie suchen bei Google. Und bei Google, wenn Sie glücklich sind, sind Sie der erste Treffer. In der Regel sind Sie irgendwie ein Treffer weit hinten und an der Stelle ist der Hörer dann schon weg und ist im Prinzip von der Radioplattform weggelenkt und bleibt im Internet, browst darum, sucht sich die Dienste bei irgendwelchen Aggregatoren und findet, wenn wir glücklich sind, vielleicht noch irgendwo unseren Podcast, der ihn letztendlich von der eigentlichen Plattform, von der Radioplattform weggelenkt hat. So, und an der Stelle wollen wir eben mit dem Projekt HBB Radio ansetzen. Wir sagen, wir machen ein hybrider Radiodienst, der den Rückkanal ausnutzt und der aber auf einem Gerät, egal ob das ein stationäres Gerät oder auch mobile Geräte sind, eben diese Dienste so in Verbindung bringt, dass wir als Nutzer das nahtlos, ohne ständig zwischen den Modi oder zwischen irgendwelchen Geräten hin und her wechseln zu müssen, einfach Radio hören können und uns dabei darauf konzentrieren, dass wir eben die Marke Radio, den Sender, den ich höre, mir bewusst auswähle, ohne dass ich mir Gedanken darum machen muss, auf welchen Empfangsweg, über welche Technik, auf welchem Gerät ich jetzt das empfange. Kurz zu dem Projekt, sozusagen die Organisation, die Partner, das ist das IRT, das Institut für Rundfunktechnik, wir sind auch der Projektkoordinator. Dann als die LMU, Ludwig-Maximilians-Universität, im Bereich der Kontexterkennung und Empfehlungsmaschinensysteme. Dann als Vertreter von Lösungen für das Playout, für die Senderseite, David Systems. Elgato Systems als Hersteller von Endgeräten, speziell für mobile Geräte, Android und Apple iOS, mit denen man DVB-T Fernsehen schauen kann, aber auch Radio hören kann. Das ist so unser Endgerätehersteller. Und als Sender Antenne Bayern. Es ist ein bayerisches Förderprojekt, dauerte 30 Monate, ist offiziell abgelaufen im Dezember 2014. Wir haben dann aber noch eine Verlängerung beantragt bis zum Juni 2015, haben die auch genehmigt bekommen. Und was wir Ihnen jetzt hier an Demonstrationen zeigen, sind eben die Ergebnisse von dem Projekt mit den Technologien, die wir da entwickelt haben. Als das Projekt losging, haben wir uns gefragt, wie kann man eben Radio verbessern? Und das Erste, was man macht, wenn man sich eine Frage stellt, man setzt sich alles in den Raum, nennt es dann Brainstorming und sammelt ein paar Ideen. Und die Ideen hat man zusammengefasst und dann haben wir gemerkt, okay, da müssen wir nochmal näher tief hingehen. Das kamen zwar schon ein paar ganz gute Sachen bei raus,
Aber wir haben dann zusätzlich noch einen Online-Fragebogen gemacht, den wir unter den Studenten der LMU verteilt haben. Und es ist jetzt bei weitem keine repräsentative Umfrage, aber es war interessant. Bevor wir die Studenten mit gezielten Fragen sozusagen gelöchert haben, also was wollen sie und in einer Art Multiple-Choice-Antworten auch vorgegeben haben, haben wir die Studenten auch ganz einfach nur gefragt, was würdet ihr euch wünschen von einem hybriden, interaktiven, digitalen Radio? Und anhand von diesen Antworten, also knapp 140 Teilnehmer gab es da, fix ausgefüllte Bögen, also komplett ausgefüllte Bögen gab es 25, war ungefähr ein bisschen mehr weibliche Teilnehmer. Und aus den Anforderungen und aus den Antworten in diesen Online-Fragebögen und dem Brainstorm-Meeting zusammen mit den HBB-Radio-Partnern haben wir ungefähr 70 unterschiedliche Anforderungen zusammengestellt und Use-Cases zusammengestellt, die wir sagen, wollen wir in dem Projekt entwickeln. Und die grundlegenden Anforderungen war mehr Abwechslung von der Standard-Playlist. Das war ein Punkt, der kam überall durch. Der kam bei dem Brainstorming raus, der wurde aber auch wirklich in den Freitext-Antworten der Studenten gegeben. Man will mehr Abwechslung von der Standard-Playlist haben. Man möchte einen Einfluss auf die Musikauswahl, man möchte im Programm springen können, auch im linearen Programm, natürlich am besten auch in der Werbung, ganz klasse. Man will Programminformationen haben, man will aber auch lokalisierte Informationen haben. Die Privatsphäre soll bei der ganzen Sache geschützt bleiben. Und das Interessante dabei, und da muss man jetzt sagen, ist die Umfrage nicht ganz repräsentativ, aber zumindest bei den Studenten in der Altersgruppe war es so, dass diese üblichen Social Media Use Cases, also will ich da eine Twitter, eine Facebook-Integration drin haben, die wurden eigentlich relativ schlecht bewertet. Also das muss nicht unbedingt sein, sozusagen gleich hip zu wirken, wenn ich nur Facebook draufschreibe. Also es wurde ein bisschen abgewählt sozusagen, wo wir eigentlich gedacht haben, naja gut, da könnte man ein paar interessante Sachen mitmachen, aber das wurde relativ negativ bewertet in den Fragebögen. Was aber interessant ist, wenn man die Fragebögen liest, dass sozusagen diese Erfahrung, die Radio bietet, nämlich, dass das ein redaktionell bearbeitetes Programm ist mit einem Tagesablauf, mit einer vernünftigen Mischung aus Unterhaltung, Information, Nachrichten, dass das schon ein echter Pluspunkt fürs Radio ist und dass das wirklich gewollt ist. Also es will keiner sozusagen in seiner Spotify-Playliste nur die Musik hören, die denkt, Spotify bringt einen. Da ist zu wenig Abwechslung drin. Also da ist der Überraschungseffekt, den ein redaktionell bearbeitetes Programm mit einer guten Musikredaktion, mit einer guten Redaktion, die gute Inhalte, die guten Mix aus Information und Unterhaltung bietet, das ist wirklich ein echter Pluspunkt fürs Radio und das war das Ziel in dem HBB-Radio-Projekt, wo wir versucht haben, das eben zu erhalten. So, also, unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, ist, alle Empfangswege, Sie erinnern sich an meine erste Folie, sind gleichberechtigt und nahtlos an einem Gerät abrufbar und verfügbar. Die Radiodienste können mit Multimedia-Inhalten angereichert werden. Das bietet mir eine gewisse Interaktivität. Ich kann Quiz-Shows machen, ich kann Votings veranstalten, ich kann direktes Feedback von meinen Hörern holen, ob ihnen die Lieder gefallen haben oder nicht gefallen haben. Die Sender können aber auch die Präsentation von ihren Diensten und damit von ihrer Marke bestimmen und beeinflussen. Wir sind also nicht mehr nur darauf angewiesen, was macht das Gerät, wie stellt das Gerät meine Dienste dar, sondern wir geben dem Sender eine Technik mit an die Hand oder eine technische Möglichkeit, eben auch die visuelle und letztendlich auch die Präsentation zu bestimmen. Und wir setzen auf eine fortschrittliche Benutzerprofilgenerierung, die, und das ist ganz wichtig beim Radio, eben auch den Kontext, in dem ich Radio höre. Bin ich im Auto auf dem Weg zur Arbeit? Bin ich vielleicht auf der Arbeit? Bin ich zu Hause in der Küche und koche gerade? Bin ich im Sportstudio? Sitze ich auf der Couch? Das ist ganz wichtig, weil da unterscheidet sich die Radionutzung oder da ist die Radionutzung deutlich vielfältiger als eine TV-Nutzung. Und eben, es macht einfach nicht nur Sinn zu sagen, der Hörer hört gern Heavy Metal oder der hört gern Jazz, sondern man muss auch wissen, in welcher Situation ist der Hörer gerade. Aber dazu nachher noch mehr vom Kollegen Mirko Schönfeld. Und auf Basis von diesen Profilen generieren wir personalisierte EPGs mit einer nahtlosen Integration von linearen und von IP- und Rundfunkinhalten und wir machen so einen direkten Einfluss möglich auf die Playliste. Wir nennen das Skipping im Live-Betrieb. Und dazu schauen wir uns jetzt ein paar Demos an. Zu der entwickelten Technik, was wir jetzt hier sehen, ist, das ist unser stationärer Prototyp.
Wir nennen den Dubberry, da ist der Techniker, wird es vielleicht interessieren, eine kleine Linux-Plattform drin, zusammen mit einer DAB-Empfangsmöglichkeit. Also das Gerät empfängt ganz normal DAB-Radio und ist natürlich mit dem Internet verbunden. So, und das erste Konzept, das wir uns überlegt haben bei der ganzen Geschichte, ist, dass diese ganzen Dienste, die man jetzt hier nutzen kann, kein Mensch an so einem kleinen Farbdisplay nutzen wird. Es wird niemand aufstehen von der Couch und zu dem Display hinlaufen und irgendwas lesen oder mit irgendwas interagieren oder einen Like-Button drücken. Das wird nicht funktionieren. Sondern die erste Idee, die wir haben, ist, dass das Radio zusätzlich ein kleiner Webserver ist und die Bedieneroberfläche als Webseite ins lokale Heimnetz überträgt. Und an jedem Tablet, an jedem PC, an jedem Smartphone kann ich eben diese Webseite aufrufen und kann damit mein Gerät hier bedienen. Schalte es um. Wir haben jetzt die Webseite hier auf dem Laptop aufgemacht. Draußen sehen Sie es auch auf einem normalen Nexus-Tablet. Und jetzt mal ganz grundsätzlich das User-Interface von dem Radio. Wir sehen also unsere Diensteliste hier. Wir sehen, dass wir gerade auf DAB sind. Wir hören unseren IRT-Testsender hier. Wir haben die Dienste, die der Radiosender anbietet. Die ARD hat sich überträgt in Deutschland immer eine Slideshow, Dynamic Label, also Textnachrichten und einen EPG. Die sehen wir auf dem Gerät und wir sehen eben, dass wir diese ganze Geschichte auf einem Tablet oder auf einem Browser relativ einfach mit dem Interface bedienen kann, das wir heute alle von unseren Geräten zu Hause kennen. Es ist ein Touchscreen, ich kann da wunderbar durch den EPG browsen, ich kann durch meine Senderliste browsen und ich kann eben relativ einfach auf Knopfdruck die Sender umschalten, ich kann die Lautstärke ändern, ich kann in den EPG reingehen, ich kann blättern, was kommt jetzt, was kommt vielleicht in einer Stunde, was ist heute in meinem Lieblingsprogramm, die Talkshow auf Bayern 2 drin und so weiter. Ich kann es natürlich aber auch ganz einfach in der Ecke stehen lassen und Musik damit hören, die wichtigsten Bedienungsfunktionen wie Lautstärke ändern oder einen Sender umschalten, kann ich natürlich auch noch an dem kleinen Farbdisplay vorne am Gerät machen. Kann man nochmal auf die andere umschalten? So, und auf der Plattform haben wir jetzt eben die Ziele versucht zu verwirklichen, die wir uns in dem HBB-Radio-Projekt gesetzt haben. So, und die erste Geschichte ist, wir wollen Rundfunk- und Streaming-Dienste wirklich auf einer Plattform gleichberechtigt dem Hörer anbieten können. Und was wir dazu nutzen, ist eben die Radio-EPG-Technologie. Matthias Conjon hat es gesagt, Radio-EPG ermöglicht es uns, dass wir in einer Datei, die übers Internet geladen werden kann, eben hat der Sender, der Rundfunksender, die Möglichkeit, die ganzen Verlinkungen, die Serviceinformationen, die Art und Weise, wie das Gerät den Dienst empfangen kann, wo ist er in DAB-Spektrum zu empfangen, wo ist er auf FM zu empfangen, wo ist er im Internet als Streaming-Dienst zu empfangen, dem Radiogerät zu signalisieren. Und das können wir nutzen, dass wir sagen, wenn wir jetzt hier auf Antenne Bayern sind, wir haben jetzt hier im Raum einen schlechten Empfang von Antenne Bayern über DAB. Das kriegen wir durch unsere neuen Fenster hier nicht mehr rein. Das Gerät nimmt automatisch erstmal den Online-Dienst. Also wir nehmen von Antenne Bayern den Online-Dienst. So, jetzt schalten wir mal um. Schalten wir mal auf den anderen. So, jetzt kommt natürlich der große Vorführeffekt des Genen. Okay, aber wir stellen uns vor, wir sind bei Antenne Bayern und Antenne Bayern signalisiert jetzt in seinem Programm, in seinen Servicelisten, in diesen Radio-EPG-Informationen alle seine Submarken, also alle diese 90er-Hits, die Top-40-Hits, die 80er-Hits, die ich sonst nie sehe, wenn ich auf meinem DAB-Programm bin, signalisieren die in den Listen und ich kann jetzt ganz einfach diese Listen abrufen und zu meiner Serviceliste hinzufügen, auf der gleichen Ebene, wo auch die DAB-Dienste oder die FM-Dienste wären. Und es geht auch in die gleiche Favoritenliste, sodass ich verschiedene Empfangsmöglichkeiten auf einer Liste einfach umschalten kann. Ich weiß nicht, ob es WLAN. Ah, du hast kein WLAN. Verbinde ich nochmal mit. WLAN habe ich schon, aber kein Internet auf dem WLAN.
So sieht's aus bei der Live-Demo. Ja. Das ist natürlich der Nachteil. Ja, das ist der Nachteil. Ohne Internet geht es natürlich auch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Bitte. Wir können es uns draußen noch anschauen, an der Demo draußen. Okay, also es bietet die Möglichkeit, diese ganzen verschiedenen Submarken, die in dem Fall Antenne Bayern eben im Internet bietet, sozusagen zu verlinken auf dem Gerät über diese Vatio-DNS-Technologie mit meinen DAB-Angeboten, und ich kann eben nahtlos aus der gleichen Service-Liste umschalten zwischen den beiden Sachen. So hätte das jetzt ausgeschaut, wenn wir auf Antenne Bayern sind und eben uns auswählen, die Submarken angezeigt zu bekommen. Und dann kann ich eben diese ganzen Submarken auswählen, kann sagen, ich möchte es entweder jetzt gleich hören, ich möchte es lokal hören auf dem Tablet per Streaming, oder ich möchte es eben in die Diensteliste integrieren. Die andere zweite Geschichte, die wir zeigen, ist, dass wir lineare und nichtlineare Inhalte auf einem Gerät vereinen können. Und damit kommen wir zu dem Use Case, wo man sagt, okay, wir hören im Radio, dass der Moderator sagt, am Ende der Sendung gehen Sie ins Internet, laden Sie den Podcast runter und hören Sie sich den nochmal an. Und was wir tun können, ist, wir können quasi, wenn wir hier in dem Fall zum Beispiel bei Bayern 2 sind, wir haben hier unten in dem User Interface unseren IPG, und auch wieder über die Radio DNS IPG Technik können wir die Links zu dem Podcast, die ja vorhanden sind, und die ja von den Sendern auch relativ gut gepflegt werden, eben auf dem Gerät mit abrufbar machen. Und wenn ich eben jetzt hier zum Beispiel bei 1:1 der Talk auf den IPG-Element klicke, dann sehe ich, es gibt zu 1:1 der Talk eben den Podcast, und ich kann direkt am Gerät auf den Link klicken und kann am Gerät wirklich den Podcast nochmal abhören, ohne dass ich aus dem Radiogerät verlassen muss oder dass ich eben das... wird es gehen? Okay. Oder... dass ich eben die Plattform wechseln muss, in den Browser gehen, bei Google nach irgendwas suchen. Wie gesagt, Sie können sich das auch draußen anschauen. Genau, das wäre es. So. Das sind die Geschichten, die wir tun können mit den Technologien, die wir heute haben. Mit der Slideshow, mit dem IPG, mit Radio DNS, mit einer vernünftigen und richtigen Nutzung dieser ganzen Service-Informations-Metadaten und so weiter. Der nächste Schritt, und da mache ich so ein bisschen einen Ausflug in die Richtung Fernsehen, ist, wenn wir heute beim Fernsehen sind und einen relativ modernen Fernseher haben, der auch ans Internet angeschlossen ist, dann können wir in der Regel auch HBBTV sehen. HBBTV ist eine Technik, die mir es ermöglicht, oder dem Sender es ermöglicht, parallel zu seinem linearen Fernsehprogramm eine kleine Webseite zu übertragen, die mir es erlaubt, als Zuschauer die Mediathek abzurufen, den Teletext abzurufen oder irgendwelche Gewinnspiele mitzumachen. Und einen ähnlichen Anwendungsfall haben wir umgesetzt für HBB-Radio. Und zwar sagen wir haben hier unten unseren Sender, der macht ein ganz normales DAB-Audioprogramm, das kann aber auch ein FM-Programm sein oder ein Internetstream. Und ähnlich wie bei HBB-TV wird ihm zu diesem linearen Programm eine Webseite signalisiert, die speziell auf dem Gerät läuft, und dem Sender oder der Marke dann eben die Möglichkeit gibt, das eigene Look and Feel auf dem Gerät sozusagen zu präsentieren. Und ausschauen tut es dann so, wenn wir das für Antenne Bayern aufrufen. Antenne Bayern hat einen Use Case gemacht. Also es bekommt dann im Prinzip der Sender mit seinen ganzen Marken einen Teil des User Interface von dem Radio, genauso wie bei HBBTV. Das ist eine Standard-Webseite. Der Sender kann alles da drin machen, was er in der Webseite auch tut. Er kann Werbung schalten, er kann die Benutzerdaten abfragen, kann Gewinnspiele machen. Er hat wirklich einen direkten Feedback zum Sender oder einen direkten Kanal zum Hörer. Und jetzt kann Antenne Bayern hier seine Submarken ganz nochmal zusätzlich nochmal wesentlich besser präsentieren, als es das Gerät macht, wenn es einfach nur diese Radio DNS XSI-Daten abfragt. Weil ich kann nämlich mit Logos vernünftig arbeiten. Es gibt dort oben eben zwei Schaltflächen, wo ich ähnlich wie so eine Coverflow-Darstellung eben durch meine Sender durchschalten kann. Antenne Bayern weiß natürlich auch immer, was exakt jetzt auf dem Sender läuft. Das heißt, ich habe schon eine Art Programmvorschau. Ich sehe das Albumcover von dem Künstler, der gerade spielt. Ich sehe den Titel. Ich kann im Prinzip auf die Homepage von dem Künstler oder gibt es noch weitere Videos oder Bilder von dem Künstler gehen. Antenne Bayern kann lokalisierte Informationen wie Wetter, Nachrichten und so weiter in der Webseite bringen, ohne eben
dass der Zuhörer das Wartegerät an sich verlässt und sozusagen ins Internet abdriftet. Und das Ganze ist jetzt nicht nur eine Webseite, die einfach auf dem Gerät dargestellt wird und sonst aber mit dem Gerät nichts zu tun hat. Der Schritt geht einfach noch eins weiter, und zwar kann Antenne Bayern in dieser Webseite, die hier auf dem Gerät dargestellt wird, noch eine API, ein Application Programming Interface in JavaScript nutzen, die Antenne Bayern wiederum erlaubt, den Empfänger in dem Gerät zu steuern. Das heißt, wenn der Hörer von Antenne Bayern DAB auf, ich sage jetzt mal, die 90er-Hits oder die 80er-Kult-Hits umschalten will, dann passiert es eben nicht nur lokal an dem Tablet, sondern ich kann nämlich auch mein Radiogerät oder mein Gerät, das im Auto verbaut ist, oder mein Smartphone, dann ist es dann auf ein Gerät, eben anweisen, bitte auf den Sender umzuschalten. Und das Gerät erkennt wieder automatisch, ist das ein Sender, der wirklich nur im DAB zu erreichen ist, ist das ein Sender, der nur als Stream zu erreichen ist, und wählt dann entsprechend wieder die beste Quelle aus für das Gerät. Aber es bietet eben die Möglichkeit, genau an der Stelle dem Sender sein Programm komplett mit einer eigenen Marke, mit einem eigenen Look and Feel zu präsentieren. Und wir haben im Rahmen von HBB Radio diese Technik entwickelt, die Signalisierung, das JavaScript-API, das dahinter steckt, und haben das zur Radio DNS als neue Version einer Radio DNS-Applikation gegeben, sodass wir in Zukunft neben Radio DNS mit seinen Diensten wie den Slideshows, dem EPG, dem RadioTag, was der Matthias Grandjean gezeigt hat, eben auch eine Funktion standardisieren können, die sich Radio Web nennt und die eben in einer einheitlichen Art und Weise den HBB-TV-Showcase für Radio nachbaut. Wenn man das Ganze noch eine Ecke weiterdenkt, dann kommt man weg von dem einfachen Model. Ich nenne das immer so die erste Art, der erste Schritt der Internet-Integration zu einem nächsten. Und zwar, wenn ich den Rückkanal, den mir das Internet bietet, dazu nutze, um von dem Benutzer sozusagen Daten zurückbekommen. Welche Lieder klickt er weiter? Welche Sachen hört sich der Benutzer an? Wie agiert er mit der Webseite? Welche Dienste hört er wann, wo? Und auf die Art und Weise kann ich dann eben personalisierte Radiodienste zur Verfügung stellen, indem ich nämlich diese ganzen Techniken, die ich gezeigt habe, wie zum Beispiel den EPG, nutze, um an geeigneter Stelle dann, wenn ich weiß, es ist jetzt der Alexander Erk vom Radiogerät und der wird abends um 8 Uhr nie das Kinderprogramm hören, sondern immer umschalten. Und dann kann man theoretisch hergehen und kann sagen, genau an der Stelle, wo jetzt im linearen Ablauf das Kinderprogramm käme, geht das Radio automatisch zum Beispiel in ein Podcast-Angebot oder in ein lokales Angebot oder mir weg auch auf eine Spotify-Playlist und fügt das nahtlos in das Programm mit ein. Und wir können es uns dann draußen noch in der Demo anschauen. Im EPG schaut es dann so aus, wir sind in einer Testsendung, der Benutzer würde hier sehen oder wird jetzt dann hören um 12.33 Uhr B5 Sport Kompakt, und die Empfehlungsmaschine und die Kontexterkennung, die hinten dran ist, sagt, okay, für den Benutzer ist Sport Kompakt jetzt absolut uninteressant, da wird er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit umschalten, wir geben dem einfach den letzten Beitrag vom Notizbuch oder vom Literaturmagazin, den er gestern Abend verpasst hat und den er sonst normalerweise immer hört. Und auf die Art und Weise können wir zwar den linearen Dienst Radio an sich aufrechterhalten, wir haben das redaktionell vorbereitete Programm, aber wir wissen an bestimmten Punkten, wo eben das Benutzerprofil uns sagt, dass wo die Empfehlungsmaschine sagt, an der Stelle wird der Benutzer sehr wahrscheinlich umschalten oder es gibt bessere Angebote, können wir dann eben aus dem linearen Programm Hörfunk weggehen, gehen in einen On-Demand-Inhalt, und sobald dieser On-Demand-Inhalt vorbei ist, gehen wir wieder nahtlos zurück ins lineare Programm. So, und die müssen wir aber jetzt zeigen können, die Demo, weil wir brauchen jetzt für die Demo kein Internet. Weil wir haben genau diesen Fall, den wir vorbereiten können, wenn wir im EPG sind, auch eingesetzt, um sozusagen im linearen Live-Programm das Programm einfach beliebig weiterskippen zu können. So, schaltest du nochmal bitte um? So, also wir hören jetzt unseren IRT-Testsender.
Der Testsender ist jetzt so gemacht, dass alle 30 Sekunden ein neues Lied kommt, damit wir jetzt in der Demo ein bisschen vorankommen und auch sozusagen eine Personalisierung der Skipping-Liste zeigen können, weil sonst müssten wir immer 3-4 Minuten warten oder wenn wir am Rande von einer Nachricht sind, vielleicht noch länger, bis wir wieder ein neues Event bekommen. Und wenn man das Skipping-Feature aktiviert, dann hat man hier einfach so einen Button-Skip. Das heißt, wenn mir der Song jetzt nicht gefällt, kann ich einfach weiterdrücken. Das macht der Fabian jetzt mal. So. Und jetzt geht das Gerät, weil es eben leider nicht mit dem Internet verbunden ist, in die lokale Mediendatenbank und spielt mir einen Song von, in dem Fall, was haben wir, Queens of the Stone Age. Und sagt es auch in seiner Ablaufliste, dass wir jetzt gerade ein File aus meiner Mediendatenbank abspielen. So, und das hören wir jetzt. Also uns hat ein Lied nicht gefallen, wir hören einfach ein anderes Lied an, das uns unsere Empfehlungsmaschine anbietet. In dem Fall eben jetzt was aus meiner lokalen Playlist. Es könnte, wenn das Gerät verbunden ist, auch eine Spotify-Playlist sein, die es anspricht. Es könnte irgendwelche Podcast-Inhalte sein, die ich vorher konfiguriert habe oder als Favoriten gekennzeichnet. Aber spielt es ab. So, im Hintergrund nehmen wir aber sofort, nachdem wir Skip gedrückt haben, das komplette lineare Radioprogramm auf. Und schieben das in den Timeshift-Buffer, ähnlich wie bei der Pausetaste bei Ihrem Fernseher zu Hause, wenn Sie eine USB-Festplatte angesteckt haben, und nehmen das Fernsehprogramm weiter auf. Und während das Live-Programm aufgezeichnet wird, zeichnet oder erkennt die Aufzeichnung die Markierungen im DAB-Signal anhand der Dynamic Label Plus Tags, wann neue Lieder oder wann neue Beiträge im linearen Programm beginnen. Und wir können den Timeshift-Buffer auf Basis von diesen Informationen segmentieren und kriegen wieder einen nahtlosen Einstiegspunkt in das lineare Programm zurück. Das heißt, wenn mein linear Content zu Ende ist, schalten wir wieder bitte auf die andere Slide um. Also wir haben hier unseren nicht linearen Content von der Mediendatenbank abgespielt. In dem Fall war es ein Stück von Labras Banda. Und dann, während ich im Hintergrund aufzeichne, merke ich, aha, da kommt ein neuer Titel von Brad Sachs, Making Me Nervous, dann kommt Boom Boom Beckett, Macedonia. Und solange eben mein On-Demand-Inhalt abspielt, erkennt er im Live-Signal diese Markierer. Und wenn das nicht-lineare Programm fertig ist, dann springt er automatisch zu dem Beginn von dem nächsten Lied weiter, wo ich weitergedrückt habe. Es funktioniert leider nicht, wenn das Internet nicht verbunden ist. So, und auf die Art und Weise kann man eben quasi fast eine Spotify Apple Music User Experience bieten, indem ich einfach jederzeit die Möglichkeit habe, einen Inhalt, der mir nicht gefällt, weiterzudrücken. Aber ich verliere nie einen interessanten Inhalt aus dem Radioprogramm. Ich bleibe immer im Radioprogramm dabei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Elton John weiterdrücke und nach Elton John kommen die Nachrichten, springe ich genau am Beginn der Nachrichten wieder auf das lineare Radioprogramm ein. Wenn ich nach Elton John die Stones kommen und ich die immer noch nicht mag, kann ich wieder weiterdrücken und bekomme wieder was aus der Empfehlungsmaschine angeboten. Und auf die Art und Weise können wir eben beide Use Cases verbinden, dass ich linear Radio höre, aber jederzeit eben ungeliebte Inhalte weiterdrücken kann und die austauschen mit Elementen, die mir eben meine Kontexterkennung oder meine Empfehlungsmaschine bieten kann. So, das war's von meiner Seite. Ich entschuldige mich für die Demo, die nicht funktioniert hat. Nee, entschuldigen müssen sich die beiden nicht, sondern ich weiß noch nicht wer. Unser ganzes Hausnetz lag da nieder. Schalt mal um. Das jetzt müsste es gerade im Moment gehen, hat der Kollege gesagt. Können wir noch 2 Minuten? Drei Minuten. Okay, also wir zeigen mal ganz kurz die Submarkenliste. Wir sind auf Antenne Bayern. Und eben auf Basis von diesen Radio-DNS-XSI-Daten erkenne ich eben, dass zu dem Dienst Antenne Bayern, den ich ursprünglich mal über DAB getuned habe, eben diese ganzen Submarken sozusagen im Internet verfügbar sind. Und ich kann zum Beispiel mal hergehen auf Antenne Bayern Classic Rock Live oder die 80er Kult-Hits und kann eben sagen, okay, ich möchte es in meine Serviceliste integrieren und wenn ich das einfach tue und das Fenster wieder zumache und jetzt mal nach unten gehe, dann sehe ich hier unten ganz einfach die Dienste, klick mal drauf. Und ich kann eben sofort die Antenne Bayern 80er Kult-Hits hier hören. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Antenne Bayern. Ja,
Es ist schwierig. Ja, ohne Netz ist es leider sehr schwierig. Soll es wieder gehen? Dann schauen wir es uns draußen an. Ja. Ich glaube, genau. Das Netz wieder hochfahren. Wir haben hier vorher auch schon gemerkt, dass mit Twitter nichts mehr ging. Da ist halt mit Hybridradio, dann auch nicht viel los, wenn ein Standbein da abgezwickt wird. Trotzdem recht herzlichen Dank. Es gibt jetzt nochmal einen Applaus.